Hello, my name is Marco and this is pretty amazing. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Krieg ist immer gleich. Als das erste Schrein erbaut wurde, war ihr Schicksal schon geschrieben. Während des Krieges gegründet, muss es auch während des Krieges ein Ende finden. An einem kalten Wintermorgen war es dann auch soweit. Die destruktive Art Schreins konnte sich nicht länger aufhalten. Und alles, was einst gut werden sollte, verbrannt im nuklearen Feuer. Alles schön und rein in der Welt wurde zur kranken Ödschaft und alles starb innerhalb der nächsten Generation. Doch es war nicht das Ende, wie viele behaupteten, eher ein weiteres dunkles Kapitel Schreiner Geschichte. This way of settling differences is not just. This business of burning human beings with napalm, filling our nation's homes with orphans and widows, of injecting poisonous drugs of hate into the veins of peoples normally humane, sending men home from dark and bloody Ein zweites Schrein wurde gebaut. Neue Erbauer, die sich zur Aufgabe gemacht hatten, ein noch größeres und schöneres Schrein als das davor zu erschaffen. Doch irgendetwas stimmte von Anfang an nicht. Etwas Dunkles und Böses lag in der Welt. Etwas, was selbst für Schrein zu dunkel war, um es beschreiben zu können. Verrat, Missgunst und Verachtung zog sich durch die Reihen derer, die versucht hatten, Schreins alte Macht zu führen. Doch die Welt veränderte sie in dunkle Kreaturen. Und so zerfiel auch das zweite Schrein seinem traurigen Schicksal zu Opfer. No.
Rest your feet, come and listen to the tales. Raise your mark to the legends of the frost. Through our songs they will never be lost. Tales that will never be lost, kept in the legends of the frost. Tales that will never be lost, kept in the legends of the frost. Doch auch hier fand die Geschichte von Sharin noch kein Ende. Der erste Erbauer von Sharin, der sich selbst in das Exil verbannte, kam in das einst vom nuklearen Holocaust gezeichnete Land, um das zu Ende zu führen, was er einst vor unzähligen Jahrhunderten begann. Doch dieses Mal stand er in dem Schutz des Drachen, ein Gott älter als die Zeit selbst. Gemeinsam formten sie das Angesicht der Welt neu. Neue Berge, Täler und Flüsse entstanden. Ein völlig neues Land und die Zeichen alter Sünden wurden vergessen. Nur die Namen sind noch immer sichtbar. Neues Leben begann zu blühen. Menschen fanden die Wiederkehr, die ersten Dörfer entstanden und das unter den wachsamen Blicken des Erbauers und seines Gottes. Doch der Erbauer verliebte sich und so nahm er wieder eine menschliche Form an, die immer noch gezeichnet war von den Lasten vergangener Tage. Doch die junge Frau, in der sich der Erbauer verliebte, sah tief in ihm etwas Gutes und unter dem Drachengott versprachen sie aneinander. Und gemeinsam bauten sie nun das mittlerweile dritte Sharin auf. Doch dieses Mal unter neuer Führung.
Feinde von Shireen wurden wieder Freunde. Gemeinsam Hand in Hand, Stein für Stein, bauten sie Shireen wieder auf den Säulen von Frieden, Einigkeit und Ehrlichkeit. Kein Krieg sollte mehr von Shireen ausgehen. Keine zweite Sonne sollte mehr am Horizont zu sehen sein. Keine Asche mehr vom Himmel regnen. Die neuen Erbauer von Shireen unter der Führung des ersten seiner angetrauten Frau wurde aus Shireen das, was ich immer sein sollte. Eine Stadt für jeden, ohne Fremdenhass und Missgunst. Jeder, der Hilfe sucht, bekommt sie auch. Das war... Nein, das ist mein Traum. Thank you.
Outtakes. Neues Leben begann zu blühen. Menschen fanden die Wiederkehr, die ersten Dörfer entstanden. Und das unter den Fu. Einfach nur Fu. Weil, das ist... Lesen! Du hast einen Realschulabschluss, du kannst lesen! Lesen! Da steht nicht bewachsamen, da steht wachsamen Blicken! Nicht bewachsamen! Hallo! Ma! Ja, alle gucken sie zum Boden. Nein. Nein. Lol, nein. Nimm doch nicht so weit Anlauf, Mann. Oder geh doch einfach vom Boden aus. Pass geh auf. Da wieder hin, Alter. Oh, Junge. Mann, Alter, du musst dich sofort, sobald ich da... Penis. Jetzt hat er die Aufnahme versaut. Ja, hat er. Weil er nicht gesagt hat, los. Könntest du mal ein bisschen konzentrierter oben arbeiten? Danke. Das ist eine schwere Aufgabe. Wenn ich die Kuppe erreicht habe, sagst du zu Erik los. Die Schneekuppe. Los. Und los. Ich werde geradezu gespammt. Jetzt bin ich euch auch noch gespammt. Wenn du das machst, bist du tot. Ich bin gerade von Bayern hochgelaufen, ja. Als sind gerade mal 600 Kilometer oder so. Meine Freundin wohnt von mir 400 Kilometer entfernt. Von daher machen mir die paar Kilometer mehr kein Problem. Und ich freue mich auf einen Besuch. Was ja, ich werde heute noch kommen. Ich brauche ungefähr mit dem Zug zu dir ein paar Stunden. Ah, ich bin aber den ganzen Nachmittag nicht da. Wie schön. Alter, willst du mich verarschen? Warum stehst du jetzt so komisch? Ich stehe erst so mal. Ich stehe beide mit dem Kopf... Ich stehe beide mit dem Kopf nach links gerichtet. Ja, war bei mir eben auch. Ihr müsst auch seid den Kopf super. Auf das mal bewegen. Ihr seid die Besten. Okay, warte mal, lauf. Einfach laufen. Der steht weg. Hände. Leute. Hendrik, krieg dich wieder ein. So, ich muss jetzt leider an. Schluss machen. Ey, Marius, du hast mein Schwert! Bitte werf es mir nicht direkt in die Fresse. Ja, ich kann dich jemals ausschmeißen, wenn ich nicht springe, Mann. Oh, schieß an! Unglaublich. Soll ich das einfach dir in die Fresse reinschmeißen? Im Erik oder so? Keine Ahnung. Nein, einfach so, damit niemand in den Weg liegt. Ja, dann darf ich springen. Nein.